Ihre Lokalzeit mit Marc Schulte. Guten Abend, schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Ja, bei diesem Wetter da draußen, da steigt natürlich das gute Laune-Thermometer extrem in die Höhe. Und wenn das Klassenzimmer dann auch noch gegen die tollsten Ausflugsziele bei uns in der Region getauscht wird, dann ist die Welt wirklich in Ordnung. Es ist ein Kinderparadies, der Reiterhof Dümpenhof in Wachtendonk. Hier fühlt es sich schon jetzt nach Sommerferien an. Schulklassen aus dem Ruhrgebiet feiern hier gerade das Ende ihrer Grundschulzeit. Max, Yunus und Alan zeigen uns ihr gigantisches Zelt. Hier ist extrem warm. Hier ist es extrem warm. Die Heizung ist auch an, weil in der Nacht wird es hier richtig kalt. Yeah. Und wir sollen schlafen hier. Die Jungs sind sehr gut vorbereitet für das kleine Abenteuer. Klar, die Kuschelkissen sind dabei, denn ein bisschen Duft nach zu Hause darf nicht fehlen. Worauf freut ihr euch jetzt am allermeisten heute Nacht? Aus Verstecken, weil wir wollen in der Nacht Verstecken spielen. Fledermäuse! Yeah. Ihr wollt heute Nacht Verstecken spielen? Ja. Ja, und mit der in die Küche gehen und ein bisschen Pfirsich trinken. Ein süßer Saloon lässt Kinderherzen höher schlagen. Hier ist fast alles erlaubt. Urlaub ohne Eltern, das erste Abenteuer am Niederrhein und alles findet draußen statt. Die Liebe einfach zur Natur, überall hat man sie rundherum. Und dass wir uns, glaube ich, richtig entschieden haben, ein Outdoor-Camp zu bleiben. Wir haben ja keine geschlossenen Räume hier. Jeder turtelt hier in jeder Ecke rum und ich glaube, dass es einfach so großzügig ist. In der Reithalle testen Unerschrockene, wie es sich auf einem echten Pony anfühlt. Mats zum Beispiel reitet heute das allererste Mal. Also es ist cool und das ist wie eine Massage.